Willkommen, liebe Grüße an alle Teilnehmenden hier. Auf Twitch ein neuer Stream, der zweite mit Civilization 6, mit dem römischen Weltreich, mit Rayan. Diesmal mit mir alleine, mit eurem WB, Val Mazuman. Jetzt beim zweiten Stream am 5.11.2023, Zeichen war auf, verhindert ist, er ist auf Verwandten- und Familienbesuch, lässt euch allerdings lieb grüßen. Noch beim nächsten Event, beim nächsten Freitag in 5 Tagen dann wieder mit dabei zu sein abends. Pompeii, wir haben Monaco hier vorne, wir haben einen Twitch-Zuschauer, eine treue Seele, wir nennen ihn mal Uvok, der uns und mich vor allem gerade beschert, mit gleich 5 Abonnements da, lieben Dank an Uvok und danke. Und es freuen sich auch Ned Flanders, On the Desert, Hansi Lein, Chris und unser Stammtischphilosoph und sehr dickes Dankeschön, danke für deine großzügige Geste an Uvok hier. So, eine Runde weiter hier vorne. Hier ist die Siedlerpumpe, hier vorne bauen wir Loyalität auf. Bei der Forschung sind wir hier unterwegs, sind zur Steinmetzkunst, damit wir einen Rambock haben für mögliche Angriffe, Stadtmauern bauen können und so weiter. Wir spekulieren nicht unbedingt auf eine Religion. Wir haben gesagt, wenn eine kommt, dann gut. Wir brauchen aber nicht zwingend eine, weil wir ein Pantheon, was auf Fischerbooten Produktionspunkte bringt, haben hier eine Siedlerpumpe in Pompeji mit der Siedlerpolitikkarte drin, hier vorne. Einziger Nachteil ist allerdings hier 50% mehr Produktion, sehr wenig Nahrung da. In 9 Runden der nächste Siedler, in 10 der nächste Bürger. Vielleicht verändert sich das auch noch ein wenig. Eben hatten wir hier viele Leute verloren. Wir haben leider nur wenig Einheiten hier, die unterwegs sind und hin und her wetzen. Und da ein Angriff, ein potenzieller, wahrscheinlich nicht von den Stadtstaaten erfolgt, sondern wenn, vielleicht von den Galliern, die uns so unfreundlich gedisst hatten, oder man weiß es nicht, von den Polen hier vorne, könnten wir hier noch einen Krieger hinsetzen. Dem Augenblick, wo wir hier einen Siedler haben und ihn losschicken könnte, könnte der Krieger ihn wiederum begleiten. Hier machen wir Erkundung. Klug wäre der wegen der Expansion der Polen und der Königin Hedwig vielleicht auf dem Balkan Fuß zu fassen. Ansonsten haben wir auch einen Handwerker hier unterwegs mit einem Punkt, der viele Aktionen macht. Richtigen was im Chat. Wenn wir rüberziehen, hier auf eines dieser beiden Felder, bekommen wir durch die Begegnung mit dem Matterhorn Alpintraining als Bonus. Das heißt, Militäreinheiten haben bis zum Ende der Partie auf Hügeln +3 Kampfstärke mehr und sind vor allem flinker unterwegs. Und da der Teil der Mittelmeerkarte hier sehr hügelig ist, ist das ein schöner Vorteil. Ja, das ist wahrer Startpunkt. Allerdings nicht die Erde, Sirlaub oder Esurlaub, sondern das ist die Europakarte. Wir haben eine Kanalwette gestartet mit einer makabren Wette. Wie oft bricht der Vesuv aus heute? Ihr seid echt, das ist morbid. Da oben könnt ihr eure sauer verdienten Kanalpunkte, eure Bullenkarma-Punkte in einer der morbidesten und düstersten Kanalwetten verausgaben, die ich jemals hier erlebt habe. Ich weiß nicht, wer diese kranke Idee hatte. Schämt euch und nehmt gerne dran teil. Hier wollte ich den Balkan noch was runterlaufen. Der hatte auch hier den Alpin-Bonus und ist ja flink unterwegs. Wir laufen auch vor allem über Hügel unterwegs, weil auf Hügeln kann man weiter gucken. Und hier können wir eventuell viele, viele Städte noch gründen. Das ist eine schöne Geschichte. Und ich hätte, finden die ersten Petz-Aktionen statt, wer es gemacht hat. Ja, die haben sehr starke Starteinheiten hier früh im Spiel, die Gesaten. Die Gallier, eine frühe Spezialeinheit. Spezialeinheiten sind oft etwas flinker im Bau oder etwas stärker als ihr Standardponder. Brauchen in der Regel keine strategischen Ressourcen und so weiter. In Monaco in 5 Runden der nächste Bürger. Hier dauert es ein bisschen. Das ist okay. Wir könnten hier auf Nahrung gehen. Dann wäre der Bürger hier etwas früher da, schon in 7 Runden. Der Siedler später. Könnte man machen, aber ich sorge mich einfach darum, dass es schwierig wird mit der Expansion hier im Osten. Und zwar lieber der schnelle Siedler, damit uns hier der Platz an der Adriaküste nicht gemobst wird von Hedwig. Ab heute fragt Gewürzige Gurkenwasser Limo die Staatskasse geplündert wird, weil Mazuman nicht da ist, der mich mit seinem Geist immer ein bisschen einbremst, sobald es um das Thema Investitionen geht. Knappe Antwort? Ja.
Aber wir haben jetzt schon, ich habe mich letztes Mal auch schon durchgesetzt. Ich habe ja nicht umsonst eine Maus in der Hand, im Gegensatz zu Matze. Und habe auch letztes Mal das Geld verplempert hier. Oh Leute, das ist cool. Hier können wir überall siedeln. Hier können wir Minimum neben der Stadt hier oben wahrscheinlich noch zwei weitere einsetzen. Das ist ein echter Vorteil. Die Bewässerung haben wir noch nicht freigeschaltet. Die sollte hier vorne sein. Sobald wir die haben, könnten wir hier eine Weinplantage setzen, ein Luxusgut anschließen oder das gleiche hier auf den Oliven machen. Bis dahin haben wir kleinere Probleme mit der Zufriedenheit, aber nicht wirklich große, das kann man nicht sagen. Es gibt ja so eine Übersichtskarte, wo man das sehen kann. Kann man sehen, zufrieden bis unzufrieden sind unsere Bürger. Der nächste Wechsel ins nächste Zeitalter, das sind frühestens 10 Runden. Das sollte eigentlich ein normales Zeitalter ergeben bei uns. Wieder eine Runde weiter. Das ist freundlich. Johann, der Händlerkönig von Portugal, Johann der Dritte, schickt uns eine Delegation. Das bedeutet spieltechnisch für uns eine kleine Goldspende von, ich glaube, 30 Gold. Falls das stimmt, liebe Siffer daran, bestätigt mir das kurz durch Nicken im Chat. Das Reich der Meere bringt euch indische Gewürze, chinesische Seide und afrikanisches Gold und ein bisschen Bacalao. Ich kann es leider nicht richtig aussprechen, aus unserer Heimat. Das Geld nehme ich gerne an. Es ist nicht der einzige Effekt einer Delegation, aber es ist unter anderem dieser. Und hier haben wir uns gerade automatisch bewegt. Hintergrund waren wir eben auf dem Feld. Hintergrund ist der, dass die Gallier gerade erforscht haben, das Konzept der offenen Grenzen. Und sobald man das hat, werden die Grenzen automatisch geschlossen und Einheiten, die im eigenen Territorium sind, werden rausgebeamt. Und wenn wir jetzt reinziehen wollten, dann müssten wir den Krieg erklären oder offene Grenzen durch ein Handelsangebot uns holen. Und Letzteres würde ich gerne machen, wenn er sich darauf einlässt, weil wir haben bei KI-Gegnern, die bei uns in der Nähe sitzen und die auf Gottheit riesige militärische Startbonusse genießen, kein Interesse daran, frühzeitig, vor allem nicht gegen die Gallier, in den Krieg reinzukommen, die über eine so coole frühe Spezialeinheit verfügt. Vielleicht bekommen wir das ja hin. Vielleicht zahlt er uns sogar noch dafür. Zahlt er sogar noch einmal 9 Gold dafür, das gefällt mir. Das war auch mit den anderen Versuchen. Grüße an Pumpkincake. Lieben Dank fürs dritte Abo an dich. Schön, dass du da bist. Wubifisch, danke fürs fünfte. Rom rückt vor, du auch, danke. Nochmal guten Abend an Pumpkincake und ich freue mich, wie sehr ihr euch freut, dass wir endlich wieder Civ im Programm haben. Bei der Gelegenheit auch ein Danke an die YouTube-Leute und die vielen sehr freundlichen Kommentare. Es hat mir sehr gut getan, das zu lesen, eure Freude zu spüren über diese neue Reihe hier. Den Leuten auf YouTube mal kurz gesagt, wenn ihr wissen wollt, wann die Videos kommen, es gibt auf meiner Patreon-Seite, da mache ich Crowdfunding, immer einmal pro Woche einen Programmplan. Da trage ich alle Twitch-Streams ein und alle YouTube-Videos, da könnt ihr gucken gehen. Link darüber findet sich auf YouTube darunter in der Textbeschreibung. Ihr könnt bei Interesse, die YouTube-Leute hinken ja ein bisschen immer hinterher, hinter Twitch, auch gerne an einem Stream teilnehmen. Solltet ihr dieses Video sehen in der Nähe des Programmplans, den ihr im Hintergrund seht, dann wüsstet ihr zum Beispiel kommenden Freitag, das ist der, Gott, wievielte ist das? Der 10. November, glaube ich, haben wir hier um 19 Uhr wieder ein Stream hier mit dieser Partie hier. Und am 9. November ab 16 Uhr ein großes Multiplayer-Event mit den Peacemates. Freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, mit Maurice Weber, mit Steinwallen, mit diversen Mitspielern der Peacemates, mit Mike Stiefelagen, mit mir auch, am 9. November, Donnerstag, ab 16 Uhr bis Mitternacht bei mir auf Twitch. Die Aufzeichnung gibt es als ein großes Video, ein, zwei Tage später dann auch auf YouTube. Mit ihm hatten wir das Alpintraining uns geholt. Den parken wir mal hier. Birix verstärkt seine Grenzen. Das ist das, was ich gerade erzählt hatte. Ich
Hier kann eigentlich auch der Kollege runterfahren und alles aufdecken. Ins Wasser können wir noch nicht, das haben wir noch nicht erforscht. Das Schwarze Meer. Die Georgier müssten irgendwo hier rechts sein. Smarty, Glückwunsch zu deinem Sieg bei deiner eigenen Partie. Mega kolossaler Ausbruch, schon wieder. Erster Ausbruch heute. Im Chat läuft eine Kanalwette. Die Wette ist noch nicht abgeschlossen. Wir könnten noch immer wetten. Und gerade bricht zum ersten Mal heute der Vulkan aus. Kanalwette war wie oft heute. Und es kostet uns schon wieder einen Bevölkerungspunkt. Jetzt hat Rom nur noch einen einzigen Bürger. Und das bedeutet, dass wir keinen Siedler mehr erzeugen können. Der Siedlerbau ist ausgebremst. Das ist echt nicht zu fassen, Leute. In drei Runden der nächste. Aber schaut mal hier, riesige neue Erträge. Ein Forschungspunkt, ein weiterer Kulturpunkt, ein weiterer Forschungspunkt auf den Erträgen hier da drauf. Das ist echt krass. Das ist echt sehr, sehr unangenehm. In vier Runden können wir die Politikkarte nochmal wechseln. Wir haben die Siedlerkarte drin. Wie teuer ist es, die Regierungskarten jetzt zu wechseln? 115 Gold, das ist mir zu teuer. Wir könnten Handwerker nämlich darüber schneller bauen oder mehr Produktion bekommen in allen Städten, Geländefelder kaufen und andere Sachen machen. Die Loyalität brauchen wir allerdings im Augenblick auch. Wir brauchen auf jeden Fall weitere Einheiten. Wir bräuchten hier einen Handwerker. Wir hatten uns überlegt, hier einen Handwerker zu kaufen. Im Bau wird es sehr lange dauern. Da würde genau die 215 jetzt kosten. Und da könnten wir hier... Wir haben schon wieder Loyalitätsprobleme. Das darf eigentlich nicht passieren, dass es runtergeht, trotz Gouverneuren. Dann haben wir ein akutes Problem. Wir müssen einen Handwerker kaufen, damit wir hier mehr Bürger haben und Bürgerdruck ausüben können. Dass es runtergeht, hängt vielleicht sogar davon zusammen, dass Rom Pei einen Bürger verloren hat, obwohl der Druck... Der Bevölkerungsdruck von befreundeten Städten spielt auch eine Rolle, obwohl Rompei eigentlich durchaus weiter weg ist. Wir müssen einen Handwerker hier kaufen, wir haben keine Alternative. Der geht jetzt ins Wasser und sorgt dafür, dass wir hier schneller den nächsten Bürger haben. Ab der nächsten Runde. Ja, Liang brauchen wir noch lange. Im Chat wird das Thema angesprochen, da hatten wir letztes Mal auch drüber diskutiert. Es gibt eine Gouverneurin im Spiel, 7 gibt es ja, die man im Laufe der Zeit freischalten und auch befördern kann. Und Liang, die Vermesserin, hat, nachdem man einen Punkt, einen Gouverneurspunkt dafür ausgegeben hat, sie zu rekrutieren, 2 Beförderungen, geht es dann bis hierhin weiter, 3 Gouverneurspunkte in Reihe, dahin in der Stadt, in der sie dann stationiert ist. Die würde dann durch das verstärkte Material, durch die Umweltfolge nicht beschädigt werden können. Sprich, man wäre für die auf die negativen Folgen von Vulkanausbrüchen, wäre man dagegen gefeit. Dann bräuchten wir aber 3 weitere Slots, 3 weitere Gouverneurstitel, da sind wir weit von entfernt. Welchen Vorteil hat der Vulkan? Immer wenn er ausbricht, düngt er die Geländefelder drumherum mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Hier haben wir zum Beispiel eine Menge von Forschungs- und Kulturpunkten gratis draufbekommen, die auf regulärem Weg gar nicht erhalten würden. Solar Session 6 hat eine Spielmechanik, durch die alle Naturkatastrophen, auch Überschwemmungen unter anderem, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schöne Effekte erzielen können. Es gibt mit Ausnahme, es gibt auch negative Events mitunter, die wirklich doof sind, wie ein Sandsturm, der ist wirklich nur doof. Oder es gibt Events, die nur temporär Hilfe bringen, zum Beispiel ein Waldbrand, dann hat man nur temporär positivere Effekte auf den Feldern. Nachteil ist, wenn man Pech hat, gehen die Modernisierungen drauf kaputt, die Wälder, die draufstehen, werden abgefackelt oder es verschwinden sogar Bürgerpunkte hier. Also wir könnten auch hier auf einen Handwerker gehen, aber wir wechseln in 3 Runden schon wieder oder wir bauen einen zweiten Krieger an. Krieger, den brauchen wir aktuell nicht, aber es hätte den Vorteil, dass wir mehr Militärmacht aufbauen, oben seht ihr die Anzeige. Das sehen auch die KI-Konkurrenten und das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns angreifen. Und in dieser Spielphase auf Gottheit hat die KI große Startvorteile. Wir haben kein Interesse, dass wir jetzt angegriffen werden von denen. Keines. Deshalb würde ich gerne einen weiteren Krieger hier mal einstellen. Im Chat ist die Kanalwette abgeschlossen. Wie oft bricht der Vulkan aus? Niemals.
Haben die ersten, glaube ich, schon bereut. 8 Leute hatten das gewettet, bevor hier der Vulkan ausgebrochen war. So doof kann es laufen im Leben. Ja, so fühle ich mich auch. So doof kann was laufen, wenn ein Vulkan ausbricht. Willkommen im Club. Ich fühle mich genauso doof wie ihr. Andere sagten einmal, zweimal, dreimal oder mehr. Und die meisten sagten tatsächlich zweimal und haben einmal schon erlebt. Bin sehr gespannt. Genau, Waldbrände, Dschungelbrände düngen auch Sascha, aber in der Regel nicht auf Dauer. Der Effekt geht irgendwann weg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber kann doch sein, dass das mal wieder... Ich habe auch nicht alle Updates und Patches und die Veränderungen dieser Mechanik alle im Kopf hier. Haben wir hier runtergezogen. Meint ihr, bei Waldbränden werden doch dauerhafte Veränderungen erzeugt und nicht nur einmalige? Ja, ich erinnere mich an eine eigene Partie, die ich privat gespielt habe mit den Römern, auch hier. Allerdings auf einem Schwierigkeitsgrad, den ich mir privat zumute, nämlich nicht auf Gottheit, sondern auf, ich weiß nicht, Prinz, Kaiser, irgendwas in der Art. Da hatte ich auch ein Geländefeld einer Stadt, die totale Nahrungsprobleme hatte, aber viel Wald und über Waldbrände gedüngt wurde, genau. Naja. Ach, durch einen Vulkanausbruch gedüngt, ja, das ist ja dann was anderes hier. Dann parken wir hier mal. Im Apokalypse-Modus würden die Erträge durch Naturkatastrophen verschwinden. Waldbrände erhöhen die Erträge des Waldes, nachdem er nachgewachsen ist. Okay. Das ist ein Krieger. Das ist jetzt nicht gerade die ideale Einheit zum Erkunden, aber im Augenblick müssen wir uns gar keine großen Sorgen machen. Wieder eine Runde weiter. Die nächsten Bürger jeweils in 3 Runden oben und unten. Ich versuche auch mal mit den anderen offene Grenzen zu bekommen. Aber nicht zu... Ja, das ist... Einmal Gold und zweimal offene Grenzen. Wir machen das. Begründung wie eben. Wir verbessern unser diplomatisches Verhältnis. Er kann die selber nicht anbieten, er hat das Konzept anscheinend noch nicht erforscht. Der Märchenkönig Banzer, lieben Dank fürs 34. Abo. Hi, danke dir. Sehr freundlich. Danke für den netten Kommentar. Und nochmal Grüße an Christian M., auch schon ein Jahr dabei. Danke auch an dich, Christian. Auch hier, geht nur einseitig. Daran merkt man, wie mächtig der Bonus ist, den wir Römer haben. Dadurch, dass wir, durch die Trajansäule, nicht die Römer, sondern die Trajan gibt als Anführer. Die Bonusse sind ja zweigeteilt in Bonusse, die ein Volk gibt oder eine Zivilisation und die der jeweilige Herrscher gibt. Es gibt Zivilisationen, wo es verschiedene Herrscher zur Auswahl gibt. Mitunter gibt es auch Herrscher, die man mit verschiedenen Kombinationen, mit verschiedenen Zivilisationen kombinieren kann. Und Trajan gibt halt den Bonus, dass die Stadtzentrumsgebäude die frühen mit einem Monument spawnen. Und es erzeugt in jeder Stadt Minimum eine Kultur. Wenn die Loyalität über 100% ist, sogar 2. Und das hilft in der frühen Spielphase sehr. Dadurch können wir bei der Kultur, schaut mal oben, sogar halbwegs mithalten hier. Und die hier, die letzten beiden, die das Konzept nicht erkundet hatten, Ludwig hatte auch nur 6 Kultur, so wie wir hier. Zehn Runden Ende die Antike. Jetzt wissen wir, wann der Zeitalterwechsel ist. Ist die Frage, ob wir hier durchkommen. Ich laufe mal einen Umweg. Wir sollten eventuell, meint unser North Bullman, ein Luxusgut kaufen, damit es hier keine Probleme mehr gibt. Zuerst holen wir hier mal die
Fischerboote. Nächster Bürgerstadt in zwei in einer Runde. Und der Malus, den wir haben, ist minus 4. Ich schätze, das sind gleich auf zwei, minus 2 bis minus 1. Wir schauen mal in der Übersicht nach. Bei den globalen Ressourcen. Ja, zweimal Trüffel bei Hedwig. Die Portugiesen haben einmal Trüffel, da wird kein Kauf möglich sein. Wir könnten es versuchen, bei Hedwig hinzubekommen. Es sei denn, wir hätten Trüffel selber bei uns unmittelbar vor dem Anschluss. Das denke ich aber nicht, denn die kann man durch ein Jagdlager anschließen. Jagdlager können wir nach meiner Erinnerung schon errichten. Und dann hätten wir das schon längst gemacht. Zwei Gold für 30 Runden und einmal 10. Leisten könnten wir es uns. Ich würde es mal mitnehmen. Weil die Bewässerung, die wir brauchen als Technologie, um die Oliven und den Wein anzuschließen, davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Und jetzt wird sich das beim Rundenwechsel hier dramatisch ändern. Und ich schreibe mir das auch auf, denn wir haben bisweilen beim Rundenwechsel irgendwelche Angebote von KI-Herrschern, die dann sagen, hey, wir bieten dies und jenes dran und dann kann man da nicht rausgehen, also man kann es nicht minimieren, sondern man kann dann lediglich dann ja oder nein oder verhandeln und dann kommt das Angebot eventuell später, kann man das dann selber nochmal erfragen, aber es klappt auch nicht immer und manchmal sind die Angebote auch bessere, wenn man angesprochen wird, deshalb schreibe ich mir das mal kurz auf. Trüffel bekommen wir von Hedwig. Nee, kein Runterhandel. Ich bin heute großzügig. Matze ist nicht dabei. Matzumann ist nicht mit dabei. Mit anderen Worten, warum soll ich verhandeln? Ich kann prassen, wie ich möchte. Alles gut. Und wieder eine Runde weiter. Hier vorne wird sich gleich was aktualisieren. Wenn Kriegsgetös Denkmale niederrennt, im Aufruhrsturm die stärksten Mauern beben. Steinmetzkunst freigeschaltet. Vorteile für uns, sollten wir offensiv spielen wollen, könnten wir Rammböcke bauen, mit denen wir halt einen Angriff durchführen können auf Stadtmauern. Kann man auch sonst, aber da kann man es mit Erfolg machen, sonst eher nicht. Zumindest in dieser Spielphase, in dieser Konstellation. Wir könnten selber Stadtmauern in Grenzstädten bauen, um uns zu schützen, weil man dann zwar auch immer noch erobert werden kann, aber halt nicht so schnell. Da können wir den Campusdistrikt freischalten, da die heilige Stätte. Hier vorne sind die Bewässerungsanlagen. Die Bewässerung versteckt und damit könnten wir unsere eigenen Luxusressourcen, nämlich hier die Oliven und hier den Wein, uns holen. Und das wäre ein mächtiger Vorteil für uns. Jetzt schauen wir uns mal an. Die Luxusgüter, also die Trüffel wurden verteilt. Ein Trüffel gibt mehr Zufriedenheit in bis zu 4 Städten. Und ihr seht ja, dass die Loyalität jetzt sogar bei plus 8,3 ist. Das ist extrem hoch. Wir könnten sogar, wenn das hier bei 100% wäre, uns überlegen, ob wir dann Armani wegziehen und zu irgendeinem Stadtstaat rüberschicken. Das wäre dann eine Option, um dort, zeige ich euch dann, wenn es dran kommt. Letztes Mal hatten wir darüber diskutiert, wie man durch diesen kleinen Trick illegal und völlig okay ist, an Zeitalterpunkte rankommt und an einmalige Bonusse. Also das sieht gut aus hier. Hier haben wir einmal die Fischer uns geholt. Hier könnten wir uns noch einmal die Krabben holen. Und das würde ich auch gerne machen. Mein Fehler. Na, Fehler ist übertrieben. Man darf der Wegfindung der KI, wenn man in Wassernähe ist, nie trauen. Man sollte immer Schritt für Schritt ziehen. Ja, wir schauen mal, ob wir wirklich zur Bewässerung hin wollen. Die wäre hier vorne. Wir könnten... Also unser Ziel im Augenblick ist für die Siedler, die wir produzieren wollen, also erstmal die Siedler produzieren zu können, die brauchen sehr viel Nahrung. Rom ist de facto nicht mehr die zu Beginn, die vor einer halben Stunde angekündigte großartige Siedlerpumpe, sondern einfach ein Debakel durch die ständigen Vulkanausbrüche. Das heißt, wir bräuchten in Rom zwingend mehr Nahrung. Für mehr Nahrung wäre es extrem hilfreich, wenn wir hier
diese Felder uns holen könnten. Also die können wir uns auch so holen und mit Bewässerung drauf gibt es mit der Plantage. Ich glaube auch nur mehr Gold und nicht mehr Nahrung, wenn ich das richtig im Kopf, richtig in Erinnerung habe. Genau, nur mehr Gold. Aber es ist trotzdem hilfreich, weil wir dadurch mehr Zufriedenheit haben. Zufriedenheit ist auch hilfreich für die Nahrungserzeugung und so weiter. Hier haben wir mittlerweile schon wieder einen Vulkanausbruch. Der zweite Vulkanausbruch heute, Leute. Der zweite. Oder zählt er noch von eben mit? Einigt euch kurz mal. Wie das sind die? Du musst das machen. Wir könnten jetzt hier rüber wechseln. Nächster Bürger so in einer Runde. Auf jeden Fall in einer Runde. Keramik hat noch einen anderen Vorteil. Dann kann man den Kornspeicher bauen. Den Wohnraum bräuchten wir nicht, weil unsere Bürger ständig sterben. Deshalb gar nicht so viel Wohnraum brauchen. Aber wir hätten einen Nahrungspunkt mehr. Das ist ein Mini-Bonus beim Kornspeicher. Normalerweise pfeife ich darauf heute mal nicht, weil in der Situation wäre das nicht doof, den zu haben. Wir haben in der Stadt nennenswert Produktion. Das wäre ein Grund dafür, vielleicht auf die Keramik zu gehen. Haben wir einen coolen Platz für einen Forschungsdistrikt? Hier vorne keinen. Mit mehr Bürgern hätten wir von alleine mehr Forschung. Hier könnte eine Heilige Stätte hin oder ein Forschungsdistrikt. Heilige Stätte gibt 4 Nachbarschaftsbonus, 3 würde ein Campus geben. Also ich würde tatsächlich erstmal auf den Kornspeicher gehen und dann gucken wir mal weiter. Wassermühle wäre sinnvoll, wird im Chat gesagt. Ja, Wassermühlen werden freigeschaltet über Rad, gibt eine Nahrung und eine Produktion mehr. Per Rechtsklick kann man übrigens auf eines dieser Symbole, auf den entsprechenden Zivilopädie-Eintrag gehen und kann da zum Beispiel sehen, was die normalerweise an Baukosten haben oder welche Voraussetzungen oder ob die laufenden Unterhalt haben. Wassermühle kostet keinen laufenden Unterhalt und würde normalerweise 80 Produktionen kosten. Ein Kornspeicher hier zu sehen, kostet 65, ist etwas billiger und schneller im Bau. Da kommt halt der eine Produktionspunkt mehr. Das dauert hier länger. Das ist aber zugleich der Weg hin zur Bewässerung. Wir gehen hier mal hin aufs Rad. Hier vorne brauchen wir übrigens auch Wohnraum demnächst, weil wir das Aquädukt bzw. das Bad noch nicht erforschen können. Das kommt irgendwann viel später bei uns. Das ist der Grund dafür. Ach, wir schalten aber jetzt gleich hier, bekommen wir einen halben Wohnraumpunkt dazu. Ja, man kann beides begründen. Hier gibt es keinen Wohnraum. Wir machen mal die Keramik hier. Das geht auch schneller. Ja?